So, da bin ich wieder. Ich stehe jetzt hier am Sonnenwind vor Minfilia. Wie erwartet war die 41er-Quest eine ganz normale Quest. Und deswegen habe ich mir gesagt, mache ich mal die Story-Quest weiter. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier bei Minfilia und gucken wir doch, was die gute Frau uns anvertrauen möchte. Ah, Killua. Verzeiht mir die Störung. Ich wollte nur Bescheid geben, dass unser Gast vom Ashkana-Übersee-Department gerade abgereist ist. Ach, Minfilia, wir haben in letzter Zeit so viel Besuch, dass es mir fast über den Kopf wächst. Ist schon in Ordnung, Tataru. Ruhe dich etwas aus, wir kommen hier schon zurecht. Jawohl, Minfilia, vielen Dank. Tschüssi. Du hast die Primär unter Kontrolle gebracht und die Ultima-Waffe der Galear zerstört. Der Mund der Morgenröte hat die Aufmerksamkeit der Leute auf sich gezogen, da bleiben die Neugierigen natürlich nicht aus. Jeden Tag stehen Abenteurer vor unserer Tür, die uns ihre Hilfe anbieten. Seit jener Schlacht haben wir eine beachtliche Schar von Unterstützung bekommen. Die Leute haben uns zwar anerkannt, aber trotzdem bin ich nicht völlig ohne Sorge. Einige wollen uns für ihre politischen Ziele einspannen, und das passt mir ganz und gar nicht. Natürlich sagt das keiner von ihnen offen heraus, aber wenn man ein bisschen hinter die Fassade blickt. Ah, dieser Gesandte vom Ashkana-Übersee-Department war genauso einer. Er hat uns finanzielle Unterstützung angeboten, und als Gegenleistung sollen wir ihm bei politischen Streitigkeiten zur Seite stehen. Und zur Seite stehen heißt, die politischen Gegner des Departments zum Schweigen zu bringen, mit Gewalt. Das Ziel unseres Bundes ist die Rettung Eorzeas, nicht die Verteidigung von Einzelinteressen. Naja, das ist dir ja selbstbewusst. Wir dürfen uns nicht vereinnahmen lassen. Dass wir Unterstützung brauchen, ist wahr, aber nicht auf Kosten unserer Unabhängigkeit. Aber wir stehen schon so tief in der Schuld von Shalayan und den Gelehrten von Baldesion, die uns all ihre Forschungsunterlagen und Geräte zur Verfügung gestellt haben. Dass wir auch noch ihr Vermögen aufzehren, kann nicht so weitergehen. Verzeih mir diese Sorge, bedrücken mich schon geraume Zeit. Ich will dich nicht auch noch damit belasten. Ich frage mich, wie die anderen die Lage sehen, aber selbst wenn ich ebenso denke, aber selbst wenn sie ebenso denken. Dann fragen wir die anderen. Du. Da sind sie alles. In Ulda herrscht ein ständiges Tauziehen zwischen den wirtschaftlichen und politischen Mächten. Natürlich gilt das nicht nur für Ulda. Auch unter den Migiten gibt es sicherlich nicht wenige, die gern unsere Stärke hätten. Dann könnten sie ihre Heimat im Nu zurückerobern. Naja, ob es dann tatsächlich so ein Kinderspiel wäre? Wie auch immer. Hier muss man eine Grenze ziehen. Du solltest dir klar machen, wofür du kämpfst. Und wenn der Bund der Morgenröte für die Interessen Eorzeas einstehen soll, müssen wir uns fragen, welche das eigentlich sind. Kannst du dich an das Gespräch erinnern, das wir mit Melvip hatten vor der Schlacht gegen Titan? Nicht die Kobolde waren es, die den Pakt gebrochen haben, sondern wir. Wir sind immer weiter ins Landesinnere vorgedrungen und haben das Erdreich ausgebeutet, das den Kobolden zustand. Als sie sich wehrten, nahmen wir das als Anlass zum Gegenschlag. Ich will keine Diskussion über Gut und Böse dieser Politik vom Zaun brechen. Ich stehe nun mal auf der Seite und darf nicht so tun, als ob ich zu anderen gehören würde. Aber ich sage, wir als Bund der Morgenröte sollten für uns eine Entscheidung treffen. Wenn wir so weitermachen, tragen wir den Widerspruch weiter in uns herum. Wofür wollen wir eintreten? Das ist hier die Frage. Ah, dieser Husten. Gerade ist wieder übelst sich schlimm gemacht. Alles Unbekannte flößt uns ein. Angst ein. Deine Leistung und die Arbeit unseres Bundes im Allgemeinen wird von einigen so gefürchtet, wie sie von anderen bewundert wird. Das darf dich nicht erschrecken. Es mag wohl weiser sein, sich dem Blick der Öffentlichkeit zu entziehen, bevor er einen zu durchbohren droht.
Doch wir sind gebunden durch unseren Eid, das Primärproblem zu lösen. Wir können nicht so ohne weiteres verschwinden, wenn die Stammesgötter immer aufs Neue ihre Haupt erheben. Wir müssen uns entscheiden, was wir zu unserer Berufung machen und welche Mittel wir uns bedienen. Hast du gesehen, wie viel in letzter Zeit bei uns los ist? Lauter hohe Tiere geben sich hier quasi die Klinke in die Hand. Aber mal ganz unter uns, was sollen wir mit all den super exotischen Gastgeschenken? Die meisten kann man nicht mal essen. Um eine Organisation wie die unsere zu führen, sind regelmäßig Einkünfte notwendig. Aber das heißt noch nicht, dass wir uns verkaufen würden. Tja, der Sonnenwind liegt eben zu nah am Machtzentrum des Sultanats. Da ist es fast unmöglich, die Unabhängigkeit zu wahren. Aber was sollen wir tun? Anscheinend weiß keiner so recht, was Sache ist. Dann fragen wir mal Alfino, der hat doch immer ein paar gute Sprüche zu Rate. Das war es also, was mein Philia beschäftigte. Um ehrlich zu sein, habe ich auch schon länger über die Zukunft des Bundes nachgedacht. Vielleicht ist es an der Zeit, offen mit ihr darüber zu sprechen. Du solltest auch dabei sein. Ah, Killua, Alfino, was gibt's denn? Minfilia, ich habe einen Vorschlag. Lasst uns das Hauptquartier an einen anderen Ort verlegen. Du willst den Sonnenwind verlegen? Genau, weg aus der Bucht des Abendsterns. Hier sind wir viel zu nah an Ulda. Je länger wir hier bleiben, desto mehr werden sich die Republikaner in unsere Aktivitäten einmischen. Wenn uns der Scorpio-Kreis vereinnahmt, sind wir nicht mehr die Herren im eigenen Haus. Aber ich denke, dieser Gedanke ist ja auch schon gekommen. Ist es nicht so? Auch die anderen Kernmitglieder des Bundes sind deswegen im Zwiespalt. Du weißt doch, was die Abenteurer, die uns unterstützen, fordern. So viele haben mich schon gefragt, ob wir nicht mit Ulda verhandeln können, dass die Bucht des Abendsterns endlich einen eigenen Ätheriten bekommt. Ich habe es bisher immer abgelehnt, weil das gesamte Ätheritennetz Tannelands unter der Kontrolle der Republikaner steht. Ich habe es nach Kräften vermieden, in die Schuld irgendeiner Partei zu geraten. Und das soll auch so bleiben. Ja, das weiß ich doch, Alfino, aber wohin sollen wir denn sonst gehen? An einen Ort, der uns die unabhängige Verfolgung unserer Ziele zum Wohl aller Eorzea gleichermaßen ermöglicht. Der uns außerhalb des direkten Einflussbereichs der drei Stadtstaaten, besonders Ulda, positioniert. Geisterzoll in Modona. Kein Ort wäre geeigneter. Der Vorteil liegt auf der Hand. Die Abenteurergilde hat eine Außenstelle dort und das Camp wird stetig erweitert, um noch mehr Abenteurer aufnehmen zu können. Mit deinem Einverständnis kann ich die Verhandlungen sofort in die Wege leiten. Außerdem will ich die Eorzische Allianz auf dem Weg unterstützen, den sie eingeschlagen hat, bei der Etablierung einer gesamteorzischen Organisation zur Sicherung des Friedens. Auch das können wir natürlich umso besser, je weiter wir räumlich von den Machtzentren entfernt sind. Ich verstehe ja, was du meinst, aber ganz plötzlich von Ulda wegzuziehen, so einfach ist das nicht. Und außerdem, du bist die Anführerin. Denk darüber nach, ich bin sicher, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Ich weiß, der Bund der Morgenröte war seit den Zeiten des Pfades der Zwölf immer in Ulda. Ich verstehe auch, dass du viele Erinnerungen mit diesem Ort verbindest. Aber bitte lass Nostalgie nicht den Ausschlag für deine Entscheidung geben. Das Vermächtnis meines Großvaters muss nicht an diesen Ort erfüllt werden. Los war Vermächtnis. Gib mir noch etwas Zeit, Alfino. Übrigens, was ist aus deiner persönlichen Angelegenheit geworden? Um diese Dinge kümmert sich jetzt jemand, der das weit besser kann als ich. Ich kann mich also ganz auf meine Arbeit hier konzentrieren. Ja, mit Sicherheit seine Schwester. Blutbeertorte. Das sieht ja niedlich aus. Ui, Lammeskehrtoast. Das teure Essen. In Gedenken an Louis War muss der Bund Neutralität bewahren.
Doch ich kann nicht so einfach. Ah, Killua. Alfino hat mich gebeten, dich zu ihm zu schicken. Er hofft wohl auf deine kompetente Hilfe. Melde dich, wenn du Zeit hast. Er wird eine Zeit lang hier im Sonnenwind verweilen. Was die Verlegung des Sonnenwinds anbelangt, so brauche ich noch ein wenig Bedenkzeit. Der Entschluss fällt mir alles andere als leicht. Die Zeit, in der du für Alfino unterwegs bist, werde ich dazu nutzen, um ganz in Ruhe nachzudenken. Na gut. Dann tun wir das doch mal. Also. Was gibt's denn, Alfino? Ich glaube, Minfilia ist sich darüber klar, dass der Bund der Morgenröte nicht in Ulda bleiben kann. Doch sie wartet auf die Rückkehr von jemandem, deshalb zögert sie, aus Ulda fortzugehen. Hast du schon einmal von der berühmten Sängerin und Tänzerin Flamin gehört? Einst war sie als Nachtigall von Ulda berühmt. Mit ihrem Gesang und ihren Tänzen hat sie einfach jeden bezaubert und zahlreiche Herzen im Sturm erobert. Es gab niemanden, der nicht auf Anhieb ihrem Charme verfiel, und unser guter Tankred gehörte zu ihren glühendsten Verehrern. Zu unser aller Entsetzen ist Flamin während der 7. Katastrophe verschollen. Wir wissen nicht, was ihr zugestoßen ist oder wo sie stecken könnte. Für Minfilia ist das besonders schmerzlich. Flamin war ihre Pflegemutter. Seit Minfilia mir davon erzählt hat, habe ich ebenfalls Nachforschung angestellt. Und nun endlich bin ich auf eine erste Spur gestoßen. Die St. Adam-Alan-Dama-Kirche im östlichen Tanalan kennst du bereits. Der dort lebende Vater Iluid hat mir eine vielversprechende Nachricht zukommen lassen. Kannst du vorausgehen und dich schon einmal mit Vater Iluid unterhalten? Ich folge dir, so schnell ich kann. Falls es uns gelingt, Flamin zu aufzuspüren oder zumindest Klarheit über ihren Verbleib zu schaffen, wird für Minfilia zur Ruhe kommen. Dann wird es ihr leichter fallen, objektiv über die Zukunft unseres Bundes zu urteilen. Yay, Camp Knochenbleich. Mal wieder. Ja, wie oft wir da schon waren. Und noch so viele normale Quests, die ich hier oben irgendwann machen muss. Ich habe dich schon erwartet. Alfino hat mich darüber unterrichtet, dass du in seinem Auftrag nach der Nachtigall von Ulda forschen möchtest. Nun, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ein Grabbesucher, der seit kurzem hier verweilt, will sie gesehen haben, oder zumindest eine Frau, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Ich habe ihm gesagt, dass du sie suchst, und er hat mir versprochen, bei den Gräbern zu warten, bis du Gelegenheit hattest, mit ihm zu sprechen. Das ist so nett von dir. Da ist ja der Grabbesucher. Du suchst nach Flamin. Dann hast du Glück, dass du mich hier getroffen hast. Vor etwa 7 Jahren hatte ich zum ersten Mal das Vergnügen, die Nachtigall von Ulda singen und tanzen zu sehen. Und vor kurzem ist sie wieder erschienen, in ihrer ganzen Schönheit und Anmut. Der Zahn der Zeit konnte ihr nichts anhaben. Ganz im Gegenteil, sie ist noch schöner als früher, falls das überhaupt möglich ist. O Flamin, du Blume der Wüste, Nachtigall von Ulda, gesegnet bin ich, da ich dein Antlitz erblicken durfte. Im gleißenden Licht der Sonnenküste erstrahlte ihre helle Haut, sodass ich meinen Blick anwenden musste, um nicht zu erblinden. Ihre zarte, doch durchdringende Stimme, mit der sie die Tänzerin anleitete, ließ mein Herz Luftsprünge vollführen. Bei dem Gedanken, sie nicht wieder hören und sehen zu können, spüre ich ein schmerzliches Stechen tief in meiner Brust. Man mag mich einem Wichtigtuer schimpfen, doch ich habe keinen Zweifel, die Frau, die ich an der Sonnenküste gesehen habe, war niemand anderes als Flamin, die Nachtigall von Ulda. Joa. Na, jetzt. Gut, du hast seinen Bericht aus erster Hand gehört. So unglaublich es auch klingt, womöglich hat er tatsächlich Flamin an der Sonnenküste gesehen. Natürlich ist es noch zu früh zur Freude.
Seit ihrem Verschwinden sind 5 Jahre vergangen. Wir können uns nicht sicher sein, dass es wirklich die Nachtigall von Ulda ist. Dir bleibt nichts anderes übrig, als seine Aussage zu überprüfen, was dir sicherlich nicht schwerfallen dürfte, nach all dem, was du schon vollbracht hast. Muss es dir ja eine leichte Übung sein, eine vermisste Person aufzuspüren. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Erfolg. So, und an der Stelle mache ich jetzt erstmal einen richtigen Cut. Ich habe jetzt so viel geredet, dass der Hals langsam echt kratzt. Deswegen mal gucken, wie das mit den Zeiten funktioniert, dass das irgendwie entweder jetzt eine fertige Folge wird an der Stelle oder gleich weitergeht. Von daher bis zum nächsten Teil, wo es dann weitergeht mit der Nachtigall von Ulda. Bis dahin! Ja, und hiermit willkommen zurück. Wir stehen jetzt wieder vor Illuid und zwischen den Aufnahmen habe ich mal ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich jetzt endlich hier meine Zenith-Bravura, sprich die Gegenstandsstufe 90-Waffe. Und ich habe mittlerweile komplett Level 90 Schmuckteile für zum Schaden machen, die ich hier auch auf dem auf dem Charakter benutzen kann, einfach weil überall Stärke und Entschlossenheit, Crit und so weiter drauf ist. So dass ich hier mal einen Krieger DD-Set gemacht habe. Und wir wollten mit der Nachtigall von Ulda weitermachen. Alkohol. Genau. Jemand, der Flamin sein könnte, wurde also an der Sonnenküste gesehen. Du wirst wohl gleich aufbrechen, nehme ich an. Aber bitte mach dir nicht allzu große Hoffnungen. Wer weiß, was sich der Mann eingebildet hat. Alfino werde ich benachrichtigen, damit er direkt nachreisen kann. Wenn ich dir einen Rat geben darf, du solltest an der Sonnenküste mit Gegeroyu sprechen. Ihm gehört fast die ganze Gegend dort. Ich kann mir vorstellen, dass er weiß, was in und um sein Anwesen passiert. Ja, der gute Gegeroyu, den haben wir ja auch schon häufiger kennengelernt. Auch wegen der Storyquest. Beziehungsweise während der Storyquest. Vorher schon. Da kommen schlechte Erinnerungen hoch. Das ist ja super langweilig. Also. Interface ein wenig optimieren. Ja, was hat sich in der Zwischenzeit noch getan? Ich habe den. Bruh. Wo ist er denn? Da hinten. Den Weißmagier. Den Druiden. Auf 50. Das heißt, sobald ich die Storyquest durch habe, werde ich da die Klassenquest komplettieren. Und dann auch die Waffe für den Char machen. Aber zurück zu Gegeroyu. Ah, meine Muse, meine holde Lindenblüte. Was ist mit dir? Geh mir aus der Sonne, Lakai. Oh, du wieder. Na, wenn du es wissen willst, meine beste Tänzerin hat sich verabschiedet. Ja, so verdattert wie du habe ich auch geschaut. Flamin suchst du? So, so. Unterbrich mich nicht, wenn ich mich beklage. Oder, warte mal. Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Die Tänzerin, die mir abhanden gekommen ist, war doch nicht Flamin, die Nachtigall von Ulda. Oder glaubst du? Oh, dieser Verlust. Ich hätte sie festketten sollen, als sie noch... Das meine ich im übertragenen Sinn. Na, ich fress meinen Turban, wenn sie nicht bald von selbst wieder in meine liebenden Arme zurückläuft. Du könntest die Sache natürlich beschleunigen, wenn du ihr ausrichtest, wie ich mich nach ihr verzehre. Nach Westen, wollte sie. Damit hat sie sicher Weinhafen gemeint. Los, hol sie mir zurück. Und an seiner Ausdrucksweise hat sich auch nicht wirklich viel geändert. Ja, meine lieben Mitspieler waren auch super nett zu mir. Die haben im Moment eine Wette laufen, ob ich bis morgen Mittag es schaffe, die Questline soweit komplett zu machen und mit Aufnahme etc., dass wir in eine neue Instanz gehen können. Die wetten um Geld, um Ingame-Geld darum. Das ist super angenehm. Aber wir sind halt jetzt bei Bürgland. Tänzerin. Ich weiß nichts von einer Tänzerin. Oder warte. Eine wollte ja vor ein paar Tagen Wein bestellen. Kommt hier reingerauscht mit ihrer penetranten Parfümwolke und zerstört mir das zarte Bouquet meiner edlen Tropfen. Da habe ich Mademoiselle natürlich sofort vor die Tür gesetzt. Tut mir leid, aber manchmal muss man hart sein.
Ist das Feuerling, das du suchst, versessen auf Duftwasser? Dann solltest du schnell die Witterung aufnehmen, mein Freund. Ah, okay. Die gute Frau wurde hier also schon gesichtet. Dann gucken wir mal hier oben bei den Weinreben. Hier oben versteckt steht Jungbar. Flamin? Naja, Mädchen gibt es hier schon. Immer neue, für Gigoruyu, du weißt schon. Namen kenne ich keine. Eine Mikotte, die ein bisschen so aussah, wie du sagst, habe ich gesehen. Aber die meisten Tänzerinnen sind ja Mikotte. Sprint anmachen. Und jetzt stehen wir hier vor Shamani Lomani. Oh, das bist du doch, Killua. Ja, du bist es, der Wiederentdecker der Bacchustraube. Diese Geschichte werde ich nie vergessen. Eine sehr hübsche und grazile Mikotte? Das sind die meisten Tänzerinnen. Aber aufgefallen ist mir bisher nur eine. Sie hat so eine stille, innere Schönheit. Nicht wie die anderen, die sich so freizügig zeigen. Duft? Warum sagst du das nicht gleich? Die ich meine, liebt Blumenduft über alles. Sie scheint sich aufs Parfümmischen zu verstehen. Und den Duft wird sie natürlich nicht mehr los. Da kann ich Bürgelin schon verstehen. Wenn ich mich nicht irre, müsste sie immer noch hier im Weinhafen sein. Und ich kann dir auch sagen, wo sie oft Blumen pflückt. Du musst eine Weile nach Süden laufen, Richtung unteres Lanoskea. Da blühen Blumen mit riesigen blauen Blütentrauben. Und da meldet sich gerade hier, der es auf meine Freundschaftsliste geschafft hat. Und wir laufen jetzt hier mal nach unten, aber ich mache mal kurz einen kleinen Break. Dann passt das nämlich mit der Aufnahme und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, dann geht's hier unten weiter mit der Nachtigall von Ulda. Bis gleich.